Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Felsbrunnen im LS19. Eine wunderschöne wünsche ich euch. So, ich habe gerade nochmal mit dem Schröder hier ein bisschen... Hey, hast du schon aufgefressen, Alter? Ja, er hat schon lange nichts mehr zu essen bekommen von uns, ne? Also, müssen wir mal füttern hier. Einmal geht noch, hat er gesagt. So. Okay, ja, wir sind zurück auf der Felsbrunnen. 9 Uhr morgens, in-game. Ne? Normalerweise, glaube ich, jetzt heute wird es erst Mittag hochgeladen. So, was ist passiert? Ich kann euch ganz kurz zeigen, ich war fleißig, ne? Und zwar, warte. Kartoffelmission ist abgeerntet. Hier steht ein Fahrzeug rum, hier steht ein Fahrzeug rum. Hier hinten steht auch noch ein Fahrzeug rum. Die sind alle beendet. Die zwei Rübenroder haben ihre Arbeit auch abgeschlossen, auch alles erledigt. Da ist noch ein Abfahrer, da ist noch ein Grimme. Also wir haben alles abgeschlossen. Und das wollte ich euch eben jetzt zeigen. Wir haben 27, 29, also lass uns mal ganz kurz nur die Tausenderzahl rechnen, okay? 20, 29, das sind 49, 59, 64, 84, das sind 91.000, plus ein paar zerquetsche, ne? Das ist schon geil. Das können wir alles abschließen. Haben wir auch alles gemacht. Somit sind auch die ganzen Maschinen abgeschlossen. Wir haben 166.000 Euro. Alter Falter, ist das geil. Muss ich schon sagen. Schmeckt. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Aber haben wir auch hart für gearbeitet, muss man sagen. Ne? Das kam ja nicht von irgendwoher, sondern das wird wirklich, ne, haben wir uns verdient. So, jetzt geht's dann los. Und zwar ist das hier so ein bisschen mein Anreiz dafür, dass wir uns eine größere Sämaschine kaufen, weil dann können wir das Feld hier auch noch ansehen, weißt du? Können wir das mitnehmen. Feld 6 ist jetzt nicht so, ne? Also das können wir jetzt vielleicht schon mal sogar annehmen. Aber was aber auch eine geile Idee wäre, ne? Lass mich kurz nochmal nachdenken über diese Idee. Was wäre denn, wenn man die Sämaschine einfach für uns nutzt? Das wäre wahrscheinlich wieder Betrug, ne? Steht wieder Hashtag Betrug in den Kommentaren. Ich weiß schon, wie das wieder läuft bei euch. Okay, ne, weißt du was? Dann machen wir das anders. Hier ist noch eine Sämission, ne? Wir kaufen uns jetzt auf alle Fälle eine Sämaschine. Haben wir gesagt, der Anhänger ist nicht vergessen. Auf alle Fälle nicht. Aber eine richtig geile Sämaschine muss schon sein. 305 PS haben wir maximal zur Auswahl. 214, ja. So, das heißt, Sämaschine, wir kaufen uns so eine. Wir gucken mal, was möglich ist. 270 PS, da wird schon schmal. Ah, das war auch so euer Favorit, ne? Die Horsch Pronto ist so euer Ding. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns die kaufen, die Horsch Pronto. Weil Direktsaat, Düngen, geile Arbeitsbreite, ich glaube, besser geht's gar nicht. Gut, vielleicht die Condor wäre noch eine Spur besser, aber ja, die ist halt schon wieder so teuer, ne? Die ist einfach schon wieder so teuer. Dann nehmen wir lieber die Horsch Pronto, komm. Ist mir ehrlich gesagt lieber. Kaufen, boah, schon ein schönes Ding, ne? Wahnsinn, ey. Kaufen, jawohl, jawohl. 62.000. Was würde denn unser Anhänger kosten, den wir angepeilt hätten? Wir haben ja gesagt, nicht der, weil der ist fast mir ein bisschen zu wenig, 48.000 Liter. Sondern wenn, dann gleich der hier, weil der fast einfach 11.000 Liter mehr, ne? Das muss man einfach so sagen. 78.000, das ist ja nicht das Problem. Ich habe übrigens neue Mods mit reingenommen, die noch nicht in der Modliste verlinkt sind, weil ich dem Paolo nicht gesagt habe, dass ich neue Mods mit reingenommen habe. Giants Mods, ne? Neue Giants Mods im Mod Hub verfügbar. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Gibt's so... Ach, gibt's das Miststeuer? Das ist ja geil. Oh, das ist ja super. So werde ich mir auf alle Fälle kaufen. Dann haben wir so ein 2-in-1-Gerätchen. Oh, das ist ja mega geil, Alter. Ach, guck mal. Guck mal, wie weit die gedacht haben. Dann hat er sogar eine... Jetzt hat er keine Zapfwelle. Und jetzt hat er Zapfwelle. Alter Schwede, mega geil. Ja, da gibt's halt noch so ein paar Sachen, die ich mit reingenommen habe. Auch sehr viele Hofgeschichten. Irgendwo eine Getreidehalle oder sowas habe ich noch von... Ne, warte mal, wo waren das? Ich will euch das zeigen. Silos? Ja, hier das Wurzelfruchtlager ist wieder da. Na, kennen wir alle. Dann habe ich noch... Wo ist das andere? Da, wo ist das unter Hallen? Ich glaube, das hier war es, ne? Die große Getreidehalle von Vertex Design, glaube ich, ist es. Auch sehr, sehr schön. Aber vielleicht brauchen wir sie mal, vielleicht auch nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Was war das für ein gerade Geräusch? Achso, da ist irgendwas vorbeigefahren. Jetzt habe ich mal eine andere... Achso, nee, wir lassen das, glaube ich, sogar. Jetzt werden wir das mal so machen, ne? Wir werden jetzt erstmal den Fendt schnappen, die Sämaschine wegpacken. Ich habe die Felder schon gekalkt. Das ist schon erledigt. Lass uns mal ganz kurz nochmal hier, ne? Lalalala. Wie sieht es denn nicht hier aus? Warte, das habe ich gar nicht geguckt, ne? Oh, ist fertig. Ja, das ist ja nett. Das heißt, das können wir bei Gelegenheit auch noch wegbringen. Ja, moin. Soll noch einer sagen, wir haben nichts zu tun hier.
So, ich werde erstmal einen Anhänger wegstellen, Sämaschine schnappen, Sämaschine verkaufen, neue Sämaschine abholen. So in der Richtung wird es ungefähr werden. Auch ein neues Fendt-Gewicht-Package ist rausgekommen, habe ich auch runtergeladen. So, läuft. So, dann nehmen wir die Sämaschine mit. Die Sämaschine hat echt gute Dienste geleistet für uns, ne? Muss man einfach so sagen. Also das war ja nicht so schlecht. Weiß gar nicht, was die jetzt bringt, aber das ist auch mehr oder weniger Schnuppe. Da ist auch noch was drin. Kann ich das ausladen? Nö, kann ich nicht. Ach, sei es drum. Ich freue mich einfach auf die neue Sämaschine, muss man so sagen. Da ist mir jetzt eigentlich auch egal, ob ich jetzt 3, 4, 5.000 verliere. Aber ich freue mich... Oh, ich habe ein Feld vergessen zu kalken, fällt mir gerade auf. Okay, machen wir gleich. Das Feld hier oben, ne? Weiß auch gar nicht, ob ich das wieder verkaufe. Muss ich ehrlich sagen, das ist so ein Feld, das ist einfach so... Was bringt denn das? Lass uns mal ganz kurz nachgucken, ne? Das ist echt so ein Feld, wo ich mir gedacht habe, ne. 107.000. Also mir wäre lieber, wenn man irgendwie so die 21er sowas kauft. Weißt du, das ist ja... Das hat einfach keinen Wert. Ich verkaufe das jetzt. Das war jetzt eine Spontanaktion... Aber das Ding da oben, nee. Immer mit dem Hoch- und Runterfahren, das kannst du vergessen. Ehrlich. Können wir uns irgendwann später kaufen, wenn wir so viele, so starke Traktoren haben, wo das Schnippe egal ist. Ah, der Verkaufsweg ist so. Ah. So. Perfekt, fahren wir kurz zum Bankomaten ran. Hup. So. Sämaschine verkaufen. Reparieren, warte mal. Wir reparieren sie nochmal. Ah, 18.000, guck mal. Verkaufen, jawohl, dankeschön. So. Jetzt geht's los. Stavros ist die große Sämaschine, wird erstmal eine Runde angesät. Nach einer Ansehen werden wir gleich mal drüber düngen. Ich glaube, das. Nee, das funktioniert nicht, ne? Das funktioniert nicht. Nee, Quatsch. Aber ich habe jetzt gekalkt, ne? Ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass ich jetzt drüber streue. Es wird noch Unkraut angezeigt, ja, aber das ist noch. Naja, weißt du Bescheid, ne? Das habe ich gemacht. Es ist nicht gedüngt. Die Frage ist, kann ich es düngen? Das finden wir jetzt gleich raus. Jetzt werden wir erstmal den Stuhl hier voll machen. Das wird eh wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil die Sämaschine sehr, sehr groß ist. Also, nicht sehr, sehr groß, sondern sehr, sehr viel Fassungsvermögen hat. Achso, ja gut, 3.000, 2.000. Ist eigentlich überschaubar, ne? Ja, ich glaube schon. Huah. Alles gut. Ich hab's ab und zu im Griff. Ja, dann vergessen wir das Feld da oben. Ne? Da ist eh nichts bei rumgekommen, wenn wir uns ehrlich sind. Da ist mir lieber sowas hier. So ein schönes, stattliches Feld. Ja. Ist mir lieber. So, machen wir mal die Klappe auf da hinten. Mit was fangen wir denn an? Ist eigentlich Schnuppe, oder? Da hier, Saatgut zum Beispiel. So, dann lass uns mal ganz kurz schauen. Der ist ja leer, ne? Warum ist der eigentlich leer? Keine Ahnung. Ist auf alle Fälle leer. Wir haben hier noch Dünger, ne? Genau, hier habe ich Dünger ausgeladen, weil ich eben den Breder als Kalksteuer verwendet habe. Dann machen wir den mal voll, ne? Ja, zum Thema neue Karte bin ich noch auf der Suche, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch gestern mit dem Randy gesprochen, wegen der Südhammer, weil die hat ja ein bisschen drauf gespielt schon. Und er sagt, das ist eigentlich ganz okay. Also das ist nicht so, also dass man sagen würde, sondern Südhammer eigentlich ganz okay. Natürlich keine Produktionen drauf, klar. Aber nicht schlecht. Jetzt muss ich mal, ich gucke mir das mal an heute, ne? Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht haut sie mich so von Hocker, dass wir morgen schon uns auf der Südhermann sehen. Ich weiß es nicht. So. Fahren wir mal raus aufs Feld. Schauen uns einfach mal an, ob das funktioniert oder nicht. Alter, da ist so viel Zeug drauf, ne? Aber das ist egal. Wir haben eine Direkt-Saatmaschine. Das heißt, Grubern können wir uns ganz gepflegt sparen. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn der Helfer es macht, dann ist es... Ah, das funktioniert auch, ne? Ja, siehst du. Schauen wir da mal nach, machen wir das Unkraut mal weg. Ah ja, es funktioniert. Sehr gut. Das heißt, wir holen... Oh, warte, so. Dünger, haben wir noch Dünger? Nein, Dünger haben wir gerade aufgenommen. Naja. Saatgut ist schon mal voll, ne? Das ist schon mal richtig. Hauen wir noch Dünger rein? Das müssen wir entscheiden, was wir ansehen, ne? Das ist immer so die schwierige Frage. Ich bin ja noch, glaube ich, Sojabohnen hat man gesagt, oder? Was haben wir denn gesagt, liebe Leute? 1.500 Euro Sojabohnen.
Das ist schon ein geiler Preis eigentlich, ne? Wir haben letztes Mal auch Sojabohnen drauf gehabt. Aber zwei miteinander Sachen auch, kann man nicht auch machen. Komm, wir machen Sojabohnen drauf. Sojabönchen. Warte, können wir den schon mal fahren lassen, wisst ihr? Also, das klingt jetzt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. So. Muss ich mir das selber mal anschauen, ne? Oh, die Horsch Bronto im Einsatz. Mega geil. Oh, der fährt auch relativ schnell, ne? Da geht aber nur eine Düngestufe, ne? Das ist jetzt irgendwie schade. Da können wir uns das eigentlich sparen hier, ne? Aber wenn nur eine Düngestufe drauf geht. Ja, geht nur eine Düngestufe drauf. Lass uns nochmal reinspringen in den Fendt. Nee, er haut aber Dünger auch raus, ne? So ist nicht. Boah, wie viel Drehzahl läuft denn der bitte? Boah, läuft schon ziemlich hoch, ne? Lass uns mal gucken. Ja, es wird nur eine Düngerstufe. Okay, dann vergessen wir das mit dem Streuer. Dann ist es halt einfach so, wie es ist. Okay, was machen wir jetzt? Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt mehr Silage machen, ne? Wäre es auf alle Fälle sinnvoll, mal an die BGA zu gucken, ne? Weil die BGA würde kosten. Lass uns einfach mal noch so gucken, ne? Alter Schwede, 564.000, das ist zu viel. Das kann ich mir nicht leisten. Aber wir können jetzt erstmal unseren Anhänger kaufen, ne? Unseren heißgeliebten Anhänger können wir erstmal kaufen. Dann haben wir die Geschichte schon mal erledigt. Nee, Quatsch. Hier ist er. Der Krampe. Der Krampe wird gekauft mit den natürlich Michelin-Reifen. Mit den Breitreifen würde ich schon sagen, da hauen wir noch ein bisschen Geld raus, weil das muss schon sein. Das kaufen wir jetzt einmal und dann ist die Geschichte auch erledigt. Kaufen, danke dafür. Perfekt, dann holen wir uns gleich mit dem MAN. Holen wir gleich mal das gute Stückchen ab hier. Dann hat nämlich der LKW auch irgendwann mal Sinn jetzt, Gott sei Dank. So. Dann haben wir zwei Sachen, da haben wir wirklich Kohle ausgegeben heute, ne? Dann haben wir wahrscheinlich fast 200.000 Euro ausgegeben. Wir haben zwar jetzt ein Feld weniger, wobei ich glaube, das stört mich jetzt gar nicht so, weil es hat mich immer gestört, da immer hoch und runter zu fahren. Das einzig Geile an dem Feld war die Grasfläche außenrum, ne? Aber wir haben ja Feld 20 zur Grasfläche gemacht, also sehe ich das jetzt gar nicht so dramatisch, muss ich ehrlich gestehen. Sieht man das hier besser? Oh, das passt ja gar nicht, ne? So, vielleicht so. Jo, passt. Angekuppelt. Eigener Anhänger, wollte ich nochmal sagen, ne? Eigener Anhänger, liebe Leute. Haben wir noch was im Lager, was wir direkt wegfahren könnten? Nee, lohnt sich nicht. Das lohnt sich ja gar nicht. Bisschen Zuckerrüben? Nee, bisschen Kartoffeln haben wir sogar noch. Was tun wir denn damit? Ja, jetzt ist halt die andere Frage. Wegen dem Verladen der Silage, ne? Das ist halt so ein Ding. Das ist halt wirklich so ein Ding, weil irgendwie, wenn wir jetzt weiter Silage machen wollen, ne? Was ja prinzipiell nicht schlecht ist. Dann habe ich jetzt keinen Bock, mit dem Ladewagen die ganze Zeit hin und her zu fahren, sondern möchte natürlich in das Gerätchen hier laden. Das heißt, wir bräuchten einen geilen Frontlader. Vielleicht eine geile Frontlader-Schaufel, so muss ich es formulieren. Oder einen Telelader. Weil Kompaktlader schafft das nicht hier hoch, glaube ich. Oder? Ah, warte mal. Was wäre denn, wenn man... Das habe ich schon mal drüber nachgedacht, ne? Aber irgendwie dann wieder... Was wäre denn, wenn man sowas kauft, ne? Das wäre doch gar nicht so dumm. Die Frage ist nur, kann man hier mit dem Frontlader abkippen? Aber das brauche ich eigentlich auch nicht. Warte mal, jetzt habe ich mal eine Frage. Teleskopladerschaufel, fast 2640, ne? So. Radladerschaufel, fast 3000. Auch nicht so viel, ne? 5000, das ist schon eher meine Baustelle. 5000 Liter, da kommen wir ein bisschen schneller voran. Aber was kostet ein Radlader? Das ist die nächste Frage jetzt, ne? Oh Gott, seid ihr wahnsinnig? Ja, den habe ich auch mit reingenommen, der ist auch neu. Kompaktlader. Aber Kompaktlader bringt dann nichts in die Schaufel rein, weißt du? Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber. Kompaktlader. 1200. Also ganz ehrlich. 700. Poltergabel. Nee, das macht keinen Sinn. Bräuchten irgendwas, was klein ist, aber eine fette Schaufel hat.
Oder wir nehmen halt eine Frontlader-Schaufel. Aber ich glaube, ich habe auch keine Frontlader-Mod-Schaufel drin, weil die geht auch nur 1200 Liter rein. 750. Und in die Schaufel gehen rein 900, ne? Da ist halt die Frage, was wir da nehmen. Da muss ich mal gucken, vielleicht bekomme ich da eine Mod-Schaufel. Ihr könnt mir eine Sache beantworten in den Kommentaren. Kann man hier mit dem Frontlader abladen? Wenn ich das aufklappe und dann ihm hinstelle, kann man da mit dem Frontlader abladen? Ja oder nein? Das wäre interessant. Sonst kaufe ich mir das noch in einer geilen Farbe, in zum Beispiel der hier. Mit zum Beispiel dem hier. Ich weiß nicht. Nur mal als Beispiel, ne? Schauen wir uns aber morgen an. Ich danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.